begrüße Sie wieder zu meinem neuen Video und heute gibt es etwas anderes Video. Heute wird nicht gekocht, heute habe ich schon fast alles gekocht. Ich bin in Vorbereitung, ich erwarte jetzt meine Familie, also meine Kinder. Ich habe sie zum Mittagessen eingeladen. Ich wollte was Leckeres für sie kochen und ich bin schon fast fertig. Ich bin jetzt in Vorbereitungen, ein bisschen Stress habe ich. Sie müssen jetzt kommen in so einer halben Stunde. Sie wollte nur ein bisschen zeigen, was ich so alles gekocht habe. Es wurde schon mal gefragt, was ich so koche, wenn ich die Familie erwarte oder Besuch. Also ich habe jetzt Hühnersuppe heute gekocht oder es ist noch am Kochen. Den Huhn habe ich schon fertig gekocht und die Nudeln, selbstgemachte natürlich, werde ich ein bisschen später abkochen, damit es alles so schön frisch ist. Ich habe jetzt schon den Herd angeschaltet. In ein paar Minuten ist es am Kochen, dann tue ich die Nudeln rein. Dann habe ich hier so ein Ragout gemacht, mit viel Gemüse, mit etwas Fleisch, mit Auberginen und Kartoffeln, ein bisschen Kraut und Tomaten, Möhre und Paprika. Also habe es ganz lange gedünstet, so anderthalb Stunden. Den Huhn habe ich jetzt auch so ein bisschen auseinandergerupft und ein bisschen so angebraten nochmal. Später kommt drauf schöne Zwiebel drauf. Da sind jetzt meine Nudeln, ich habe sie schon gestern vorbereitet und gemacht. Das reicht mir jetzt für zweimal Nudelsuppe zu kochen. Meine Kinder lieben Nudelsuppe. Dann habe ich ein paar Frikadellen gemacht, die sind aus Rinder- und Hühnchenhackfleisch. Ich habe mir so ein paar Salatblätter genommen, damit es ein bisschen hübscher aussieht alles. Als Salat gibt es bei uns Rotkohlsalat mit ein bisschen Mayonnaise und Schmand habe ich verrührt. Und dann habe ich noch einfach so einen Sommersalat mit Radieschen, Oliven, Gurken, Tomaten. Den Dressing habe ich schon vorbereitet, auch mit ein bisschen Naturjoghurt. Habe ich selber jetzt zusammen gemacht. Mache ich später drauf, damit das alles schön frisch bleibt. Also zum Nachtisch gibt es bei uns ein paar Bonbons zum Beispiel. Waffelkuchen, den habe ich selber gemacht. Das ist so ein Zitronenkuchen. Den habe ich gekauft, weil ich habe nicht viel Zeit gehabt gestern. Und so ein Schokokuchen. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Er sieht ja gut aus. Den habe ich auch gekauft. Also der Tisch ist jetzt gedeckt, es ist schon soweit alles fertig. Hier ist mein Salat, meine Frikadellen, mein Ragout. Der Huhn habe ich jetzt auseinandergerupft mit ein bisschen Zwiebeln drauf, den Rotkohlsalat, Baguette. Als Getränk nehmen wir einen Orangensaft. Und zuletzt kommt die Suppe. Wenn sie da sind, werde ich sie frisch einschenken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal was anderes und bis zum nächsten Mal.